Es landet einfach überall in seinem Gesicht. Oh mein Gott, das ist so lustig, Gary. Ich glaube, ich habe noch nie so viel mit jemandem gelacht. Wann immer Sie soweit sind. Danke. Nun, ich hatte heute Abend eine tolle Zeit. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen irritiert, als du gesagt hast, dass wir heute zu einem Diner gehen. Aber es war wirklich nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, schön. Gut, die Rechnung. Mal sehen. $34. $40 sind wahrscheinlich gut, oder? $6 Trinkgeld? Ja. Okay, gut. Okay, also. Das sind meine 20. Ich weiß nicht. Was? Schau mal, willst du deine 20 einlegen? Was meinst du? Wie? Oh, du. Ich weiß nicht, bezahlst du mit Karte oder bar? Machst du Witze, Gary? Was? Wie geizig bist du? Giselle, warte. Nein, ich komme jetzt nicht zurück. Es ist vorbei. Ruf mich nicht an. Da geht schon wieder eine. Danke. Ich kann es nicht glauben. Es hätte ein großes Warnsignal sein sollen, als er sagte, er geht mit mir zu Dallas. Sehe ich etwa so aus, als würde ich in einem Diner essen? Ich mag es da ganz gern. Ich meine, das Essen ist gut und der Preis ist erschwinglich. Erschwinglich? Sieht irgendetwas an mir erschwinglich aus? Ich meine, abgesehen von der gefälschten Designerhandtasche, dieser gefälschten Diamantkette und dieser Rolex-Uhr. Wovon redest du? Das ist alles echt? Okay, aber der Punkt ist, er wusste das nicht. Schau, ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Du schienst Gary wirklich zu mögen. Ihr seid beide Katzenliebhaber, schaut gerne Filme an. Und du schienst wirklich seinen Sinn für Humor zu mögen. Wen interessiert es, ob er wollte, dass ihr die Rechnung teilt? Wen interessiert das? Du verstehst es offensichtlich nicht, Julia. Ich habe es satt, mich mit mittellosen Typen zu verabreden. Ich brauche jemanden, der meine Rechnungen bezahlt, damit ich nicht arbeiten muss. Wenn es nur einen Weg gäbe, um vorher zu wissen, wer Geld hat und wer nicht. Bist du sicher, dass du nach einem Freund suchst und nicht nach einem Sugar Daddy? Nein, Sugar Daddies sind alt und eklig. Und außerdem sind sie meistens verheiratet. Ich möchte jemanden, der jung und gut aussehend ist, mit dem ich mich niederlassen kann. Vor allem muss er reich sein. Mhm. Was tust du eigentlich da? Jobsuche. Über LinkedIn? Warum benutzt du nicht einfach Indeed oder ZipRecruiter? Weil ich so die Namen und Titel jeder Person sehen kann, die in der Firma arbeitet, bei der ich mich bewerbe. So kann ich, statt mich zu bewerben wie alle anderen, einfach eine Nachricht... Das ist es! Wieso bin ich nicht schon vorher darauf gekommen? Vergiss Tinder! Über LinkedIn kann ich genau herausfinden, was sie beruflich machen. So weiß ich im Voraus, wer Geld hat und wer nur Zeitverschwendung ist. Ja, deshalb liebe ich dich, Julia. Du bist ein Genie. Ich muss sofort an meinen Laptop. Küsschen, tschüss. Erklär mir bitte nochmal, warum gehen wir zum Yoga? Du kannst nicht einmal deine Zehen berühren. Zwei Worte. Ethan Vanderbilt. Oh, er ist der Vizepräsident eines großen Telekommunikationsunternehmens. Er mag Hunde, Laufen und Lesen. Es steht alles auf seinem LinkedIn-Profil. Und das sind alles Dinge, die du hast. Erstens, du bist eine Katzenmama, du hast Hunde. Nein, tue ich nicht. Ich mag Hunde. Ich mag Katzen einfach lieber. Du hast den Hund deiner Mutter auf der Ladefläche eines unbekannten Pickup-Trucks vor einem Tierheim gelassen. Und dann hast du deiner Mutter gesagt, dass er weggelaufen sei, damit du nicht mit ihm leben musstest. Das ist schon sehr lange her. Mhm. Und laufen? Können wir kurz über das Laufen reden? Ich habe dich noch nie laufen gesehen. Okay, du wirst schon müde, wenn du nur die Treppe hochläufst. Ich schaffe es, die Treppen hoch. Nun, es kommt darauf an, wie viele Stufen es gibt. Mhm. Und wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? Ich weiß nicht. Neulich. Neulich. Mhm.
Kannst du ein Buch nennen? Ja. Zählt die Bibel? Na gut, in Ordnung. Also haben wir nicht viel gemeinsam. Aber dass er reich ist, wird vieles wettmachen. Weißt du, du solltest jemanden aufgrund dessen auswählen, wer er ist und nicht, was er hat. Du kannst weiterhin gerne die Rechnungen teilen. Ich werde es nicht tun. Macht er etwa auch Yoga? Nein, ich habe zumindest nichts davon auf seinem LinkedIn-Profil gesehen. Aber ich weiß von jemandem, der es tut. Du wirst schon sehen. Drei, zwei, eins. Lasst alles los. Gut gemacht, alle. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin überrascht, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich dachte, du würdest ohnmächtig werden. Alles in Ordnung? Also, wenn Ethan nicht hier ist, warum sind wir dann hier? Das war so ein toller Kurs. Ich fühle mich so viel besser. Vor allem nach dieser wirklich schrecklichen letzten Nacht, die ich hatte. Was ist letzte Nacht nochmal passiert? Wie kannst du dich nicht daran erinnern? Ich habe herausgefunden, dass Brent mich betrogen hat. Brent? Ja. Es ist gerade besonders schwer, weißt du? Weil ich wirklich gedacht hatte, dass er der Richtige sei. Oh, hallo. Ich habe es nicht vermeiden können, zuzuhören. Es tut mir so leid wegen ihrer Trennung. Danke. Es ist einfach schwer heutzutage, den richtigen Partner zu finden. Wem soll ich überhaupt noch trauen können? Ja, da stimme ich 100% zu. Ich will nur einen ehrlichen Kerl. Ich suche nicht viel. Wissen Sie jemanden, der Hunde liebt, gerne mal laufen geht, dem es nichts ausmacht, sich in einem guten Buch an einem Sonntagnachmittag zu verlieren? Oh, vielleicht bleibe ich mein Leben lang Single. Wissen Sie, alles, was Sie gerade beschrieben haben, erinnert mich an meinen Sohn Ethan. Er tut sich auch schwer, mit Dates und Menschen zu vertrauen. Wahrscheinlich, weil er so erfolgreich ist. Ach, wirklich? Wenn Sie dazu bereit wären, könnte ich Sie beide zu einem Date zusammenbringen? Ja. Großartig. Ja! Nein. Nein, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, Sie haben den Punsch hoffentlich nicht gespiked, Mr. Andrews. Das ist so witzig. Du bist ein guter Geschichtenerzähler, Ethan. Danke, Giselle. Das liegt wohl darin, dass ich gerne viele Bücher lese. Meine Mutter sagt, du liest gerne. Oh, Wer gefällt dir gerade? Oh Gott, niemanden, den du kennen würdest. Liebesromanautoren. Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin. Echt jetzt? Ich liebe es, mich in einen guten Liebesroman zu vertiefen. Hast du Nora Roberts neues Stück gelesen? Identity. Identity. Ah, das war so gut. Wie schmeckt dir dieser Bananencremekuchen übrigens? Ich könnte 10 davon essen. Welche anderen Liebesromanautoren magst du? Oh je, es gibt einfach so viele. Wie kann man nur einen auswählen? Ach komm schon. Nenn einfach einen. Irgendeinen. Einen. Julia. Wenn ich wählen müsste, würde ich sagen Julia. Julia Quinn ist eine meiner Lieblings-Allzeit-Autoren. Ganz klar. Das ist verrückt. Weißt du, ich muss sagen, ich glaube, ich hatte vorher noch nie so viel gemeinsam mit jemandem. Und es ist ja noch besser, dass meine Mutter uns vorgestellt hat. Weil, um ehrlich zu sein, ich bin ein ziemliches Müttersöhnchen. Zumindest haben mir das alle meine Ex-Freundinnen gesagt. Oh, warte, das klang echt schlecht. Wenn ich alle meine Ex-Freundinnen sage, ich hatte nur so 2? Nun, 1,5 eigentlich, weil ich dachte, ich wäre mit diesem Mädchen Veronika zusammen, aber es stellte sich raus, dass sie dachte, wir wären nur Freunde. Es war eine wirklich peinliche Situation. Keine Eile. Schau mal, im Ernst, wenn sich etwas
zwischen uns entwickeln sollte, habe ich eine Regel. Ich sage das auf die Gefahr hin, altmodisch zu wirken, aber es ist mir wichtig, dass meine Dame nie für etwas bezahlt. Ist das in Ordnung für dich? Ich werde dich nicht dagegen ankämpfen. Also, ich habe gehört, du läufst gerne. Und das ist mein Zuhause. Wow! Oh, da ist sie ja. Und das ist Rex. Oh, Kiste. Na, da hast du ja den Rex-Test bestanden. Bist du bereit? Ja. Los geht's. Bist du okay? Komm schon, das schaffst du. Du schaffst das. Hey, Schatz, auf! Hi! Klar? Komm, wir sind fast auf halbem Weg. Ich dachte, es wird B-A-N-D-Y geschrieben. Ist alles in Ordnung? Du hast gesagt, es ist ein Notfall. Oh, übrigens, du hast Hundehaare überall auf deinem Kleid. Genau, was ich dauernd meine, verstehst du? Ich kann das nicht mehr ertragen, Julia. Er macht mich wahnsinnig. Wir haben absolut nichts gemeinsam. Nun, ich habe dich gewarnt. Aber du hast gesagt, sein Geld würde es wettmachen. Keine Geldsumme der Welt könnte das wettmachen, was ich die letzten Monate durchgemacht habe. Erstens, er ist altmodisch, also erwartet er, dass ich für ihn koche und putze. Dann ist seine Mutter ständig da. Er ist ein erwachsener Mann und trotzdem lässt er sie seine ganze Wäsche waschen. Was für ein Mann macht sowas? Dann schläft sein nerviger Hund mit uns in unserem Bett. Unserem Bett. Ihre Hundehaare sind überall. Ethan will nie Fernsehen oder Filme schauen. Er will immer nur lesen. Oh, er macht schreckliche Witze. Und die einzige Person, die sie witzig findet, ist seine Mutter. Sie haben beide dieses nervige Grunzlachen. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Also, mit anderen Worten, du meinst also, du solltest jemanden aufgrund dessen auswählen, wer er ist und nicht, was er hat. Gut. Du hattest recht. Ist es das, was du hören willst? Ich möchte einfach jemanden, mit dem ich Filme schauen kann, der Humor hat und der Katzen mag. Wenn ich jemanden wie den finden könnte, dann würde ich auch die Rechnung teilen. Hört sich so an, als ob du Gary nicht hättest sitzen lassen sollen. Was wirst du jetzt tun, hm? Es gibt wirklich nur eine Option. Und dann habe ich gesagt, Sie haben den Punsch doch nicht etwa gespiked, Mr. Andrews? Wissen Sie, wir haben diesen Witz schon ein Dutzend Mal erzählt. Ich muss sagen, er wird jedes Mal lustiger, wenn ich ihn höre. Ich weiß, es wird immer besser und besser. Oh, komm rein, Schatz. Können wir später weitermachen? Oh, natürlich. Das bedeutet, ich habe den Vertrag, oder? Ja, genau.
Ich werde Ihre Sekretärin um einen Scheck bitten. Hey, ist alles in Ordnung? Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Oh, okay. Ich habe dir auch etwas zu sagen, aber du fängst an. Was ist los? Nein, nein, du zuerst. In Ordnung. Nun, ich habe in letzter Zeit nachgedacht über Dinge, Giselle, und ich habe das Gefühl, Dinge funktionieren nicht. Warte mal. Machst du Schluss mit mir? Es war keine leichte Entscheidung, aber ich habe mit meiner Mutter gesprochen und wir fühlen beide, dass es einfach nicht funktioniert. Deine Mutter? Was für ein Muttersöhnchen bist du? Nein! Nein, du machst nicht Schluss mit mir, denn ich mach Schluss mit dir, okay? Giselle, kannst du bitte... Versuch nicht einmal, dich aus dieser Sache herauszuwinden. Du bist ein 26-jähriges Kind, der unfähig ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, da er seine Mutter dafür braucht. Du hast überhaupt keinen Humor. Und außerdem, dein Lachen ist nervig. Ach, und wenn ich schon mal ganz ehrlich bin, ich hasse deinen Hund. Giselle, es das ist nicht? Mir egal, wie viel Geld du verdienst. Ich hatte mich schon mal mit einem viel besseren Typen getroffen, der ganz normal ist, der gerne Filme schaut, der Katzen mag, der wirklich lustig ist. Nicht wie du. Ich werde mich wieder mit ihm treffen. Sein Name Gary. Ist Gary. Gary, was machst du hier? Ihr beiden kennt euch? Gary ist mein Chef. Der Präsident der Firma. Siehst du, ich mache das oft so, dass ich meine Verabredung bitte, die Rechnung zu teilen, nur um zu sehen, wie sie reagiert. Aber wenn es damit ein Problem gibt, weißt du, dann sagt mir das viel. Hoffe, du bist nicht verärgert. Rex, nein! Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Rex, nein.